Es soll bis zu 400.000 Euro einbringen. In Paris kommt ein Tim und Struppi-Original des verstorbenen belgischen Comiczeichners Hergé unter den Hammer. Die mit chinesischer Tinte gemalte Illustration stammt aus dem Jahr 1942 und ist Teil des Comics Der geheimnisvolle Stern. Ein echtes Liebhaberstück. Das ist etwas sehr Emotionales. Das heißt für Leute, deren Herz dafür schlägt. Es gibt eine ganze Generation, die damit aufgewachsen ist und den wahren Hergé und seine Kunst für sich entdeckt hat. Das ist eine echte Zeichnung, ein Original, ein Teil ihrer Kindheit. Tim und Struppi-Originale erzielen bei Auktionen immer wieder Rekordsummen. Der Käufer der jetzt angebotenen Zeichnung bekommt sogar ein Extra. Als Hergé an der Illustration arbeitete, verletzte er sich an einem Kompass auf seinem Schreibtisch. Die Blutstropfen sind noch immer zu sehen.